die Leute sagen halt gar nichts, sie können nicht mehr glauben, wo, sie wissen nicht mehr, wem sie glauben sollen. Dann sage ich halt, ich glaube es halt den Leuten, die jeden Tag damit zu tun haben, wenn ich schon die Zeitungen nicht glaube. Und wenn ich es noch auch nicht glaube, soll ich in die Facebook-Fasten noch. Schien mir auch nicht mehr zu helfen. Bis jetzt habe ich halt Leute 2-3% gehabt, die geimpft sind, aber halt keine Antikörper haben. Obwohl es ja genau so ist. Ich meine, heißt ja, 95-96% Grimmschutz heißt auf 100 Patienten, die auf der Intensiv landen, oft sind halt einfach 3-4 haben keine Antikörper gebildet. Das heißt nicht, dass die Impfung nicht nutzt. Das heißt einfach, entweder sie ist angeschwächt oder, wie gesagt, dass, doch, dass die Antikörper halt einfach so viel wenig sein. Geht jeder Körper bildet gleich Antikörper. Aber wenn du bei jeder Tetanus-Impfung hast, bei jeder Hepatitis-Impfung ist einfach so. Ja, einer hat jetzt halt umgelacht mit der Full-Face-Maske und hat gesagt, es wird mich ganz sicher nicht intubieren. Er ist doch halt selber in Koma gefallen, auch hell. Danach haben wir mit intubieren. Heute ist er froh, dass er überlebt hat und jetzt lässt er sich ja impfen, aber davor glauben sie es einfach nicht. Oder auch die Aussage wie, gut, noch brauche ich wenigstens keine Impfung mehr oder kein Greenpass, ist einfach nicht korrekt ins Gegenüber. Und wir reißen sie nach, schau, wie riemen. Und was frustriert dich am meisten jetzt in dem Moment? Ja, dass die Leute einfach alle tun und lassen, was sie wollen und im Endeffekt, sie betrifft sie nicht. Wir, wenn sie hängen bleiben, bei den Ärzten und den Pflegern und nicht gleich von der Intensiv, sondern einer Normalstation. Können wir zu sein? 1, 2, 3.